Long ago, two races ruled over Earth, humans and monsters. One day, war broke out between the two races. After a long battle, the humans were victorious. They sealed the monsters underground with a magic spell. Many years later, Mount Ebot 2000X. Legends say that those who climb the mountain never return. Und mit diesem kleinen Intro herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der ersten Ausgabe von Undertale. Ja, dieses Spiel, ich habe viel Positives über dieses Spiel gehört und da ich ja in letzter Zeit sehr viel Horrorspiele gespielt habe, dachte ich mir, wäre wieder was Ruhigeres angesagt und soweit ich auch gehört habe, ich habe mich ein bisschen informiert, damit ich nicht hier so ganz blind reingehe, beinhaltet dieses Spiel eine sehr interessante Story, eine sehr emotionale Story, eine sehr lustige Story und wie habt ihr gesehen, wir werden wahrscheinlich den Menschen spielen, der da in die Höhle gefallen ist, in den Berg, in den Ebot. Okay, Instruction. So sollte ich mir genau durchlesen. Also, Z auf Enter ist confirm, ist bestätigen, okay. X or Shift ist cancel, okay. C or Sdrl, das ist Steuerung, oder? Ist das Menü in-game? F4 ist Fullscreen. Das könnt ihr vielleicht probieren, wobei ich das schön angepasst haben möchte. Naja, probiere ich für die nächste Ausgabe. Hold Ask ist Quit. When HP is 0, you lose. Ich habe auch auf der Steam-Seite gelesen, es ist ein Spiel, ein RPG-Spiel, bei dem man keine Gegner töten muss. Man kommt zwar in Kämpfe, aber man kann die Gegner verschonen. Und das ist auch die Sache, man kann dieses Spiel auf verschiedene Weise spielen. Man kann nun alle Monster verschonen oder die Gegner, man kann sie aber auch bekämpfen. Es wird zwei Wege gehen, die ich in diesem Projekt spielen möchte. Einmal den sogenannten Pacifist One, also den Pazifisten. Ich töte niemanden. Ich tue auch niemanden weh. Und dann der Genocide One. Das heißt, ich bekämpfe jedes Monster und ich töte jedes Monster. Aber ich möchte erstmal die ruhige, ich möchte erstmal die friedliche Art sehen. Da ich gelesen habe, dass man diese zuerst spielen soll. Okay. Name the Fallen Human. Na, da werde ich mich doch natürlich hier so nennen. Okay. Ihr braucht keine Angst haben, Buchstaben. Ich beiß nicht. Ich lecke nur. Und ich knabber nur. Und so haben wir es. Und Trovo. Gut. Dann. Ist this name correct? Trovo, ist das dein Name? Als ich das letzte Mal gecheckt habe, ja. Boop. Oh, und es wird alles weiß. Es ist ein Licht. Ein Licht. Mama, ich komme schon hier. Nee, die machen das noch gar nicht. Ja, stimmt. Es ist englischsprachig und es ist Retro-Style. Moment. Kann ich da irgendwie was drücken? Moment, ich probiere mal alle Tasten aus. Okay, da haben wir das Menü. Stats. Level 1, HP 20, Weapon Stick, Armor, Bandage. Level 1, okay. Gut, so gehe ich zurück. Items. Keine Items, hä? Okay. Das muss ich doch irgendwie checken können, oder? Nein? Moment. Kann ich hier nichts abchecken, oder? Kann ich mir das nicht anschauen, oder ist es...
Naja, vielleicht wird es mir noch irgendwie dann beigebracht. Okay. Ziemlich leise hier. Deshalb, ihr seht ja, ich habe ja gesehen, wie der Hauptcharakter aussieht. Deshalb habe ich mich passend angezogen. Auch gestreiftes Shirt, ich find's immer schön, wenn man sich anpasst. So, schauen wir mal und... Hallo. Aha, kann ich nach links, kann ich nach rechts. Eine Blume mit Gesicht, okay. Ah, stimmt. Ich habe ja auch gelesen, die Charaktere haben keine Stimmen. Das heißt, ich darf ihnen Stimmen geben. Aber wie ihr gehört habt, wenn sie sprechen, hört man bestimmte Geräusche. Ich werde versuchen, anhand dieser Geräusche eine passende Stimme zu finden. Also, es hat ja so ein... ein Sound, okay. Lass mich kurz überlegen. Okay, ich glaube, ich habe was. Howdy, I'm Flowey. Flowey, the flower. Ach, was du nicht sagst. You're new to the underground, aren't ya? Golly, you must be so confused. Ja, ich rede hier gerade mit einer Blume. Ich bin sehr verwirrt. Habe ich mir vielleicht den Kopf stärker gestoßen als gedacht. Someone ought to teach you how things work around here. I guess little old me will have to do. Ready? Here we go. Aha. See that heart? That is your soul. The very culmination of your being. Okay, okay. Aha, mit den Pfeiltasten bewege ich mich. Okay, okay. Your soul starts off weak, but can grow strong if you gain a lot of LV. Steht das für ihr Level? What's LV stand for? Why, love. Of course, auch natürlich. Die Liebe, die Liebe. Oh, die Liebe liegt in der Luft. You want some love, don't you? Ein Kind? Liebe von der Pflanze. Wie soll das funktionieren? Don't worry. I'll share some with you. Wink. Oh. Down here, love is shared through little white friendliness palette. Also, eine sprechende Blume will mir verklickern. Liebe wird in Form von Freundlichkeitsblütenblättern verteilt. Das ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in so einen Untergrund fallen würde, wo ich weiß, es gibt hier Monster, ich würde dem nicht ganz trauen. Und ich meine, es sieht so aus, als würde ich nicht flüchten dürfen. Und ich habe gehört, und es geht darum, zum Kämpfen. Ich trau dem nicht. Are you ready? Move around, get as many as you can. Nein, ich will nicht. Oh, du bist nicht erfreut. Hey, buddy, you missed them. Let's try again, okay? Nope. Oh, jetzt wirst du sauer. Is this a joke? Are you brain dead? Run into the bullets. Bullets? Das sind doch Pistolenkugeln. Oh, die Musik hört auf. Oh, oh. You know what's going on here, don't you? Oh, jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Was, Flowey? Bastard. Unkraut. You just wanted to see me suffer. Die! Nein! Ich kann nicht weg! Hilfe! Nein! Was? Oh, ehrlich? Oh, die hat eine freundliche Stimme. What a terrible creature, torturing such a poor, innocent youth. Ah, do not be afraid, my child. I am Toriel, caretaker of the ruins. Okay. I pass through this place every day to see if anyone has fallen down. Soll das nicht bedeuten, es war schon mal öfters passiert? Und deshalb schaut sie täglich? Halten wir mal in Erinnerung. You are the first human to come here in a long time. A long time, das heißt, da waren schon mal andere Menschen unten. Was ist mit denen passiert, hä? Come, I will guide you through the catacombs. Okay, ich vertraue nicht der sprechenden Blume, aber der Ziegenlady vertraue ich natürlich. Na gut, sie hat mir geholfen. Ich werde mich ein bisschen Abstand hier fortbewegen, aber ich komme mal mit. This way. Okay. Wart auf mich, ich habe so kurze Beine. Oh. Also ich bin ja ein Fan von Retro-Spielen, also der Style und... Oh, die Musik. Schöner Start, okay. Und das ist, glaube ich... Ist das ein Speicherpunkt? The shadow of the ruins looms above, filling you with determination. Oh, mein Englisch. Determination. Ich glaube,
sowas wie Zielstrebigkeit, sowas in der Art. Also wir haben uns ein Ziel gesetzt, wir haben genug Kraft. HP fully restored. Safe. Okay. Ruins and Rents. Wunderbar. Weiter geht's. Kann ich das da oben lesen? Ich kann nicht lesen. Ich bin noch zu jung. Welcome to your new home, innocent one. Allow me to educate you in the operation of the ruins. Aha. The ruins are full of puzzles, ancient fusions, between diversions and door keys. One must solve them to move from room to room. Please adjust yourself to the sight of them. Es sind also viele Puzzles. Okay, wupp, 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 wupp. Und, was? Kann es sein, also, kann ich das hier lesen? Only the fearless may proceed. Brave ones, foolish ones. Both walk not the middle road. Habe ich gemacht. Und es, na gut, sie hat es wahrscheinlich, weil sie es schon aktiviert hatte. Was steht da? To make progress here, you will need to trigger several switches. Do not worry, I have labeled the ones that you need to flip. The ones. Auf Betonung möchte ich achten, wenn ich schon auf Englisch lese. Press Z to read signs. Oder die Enter-Taste. Stay on the path. Bleib auf dem Weg. Natürlich, ich will ja nicht ins Wasser fallen. Achso, ich kann ja nicht durch. Okay. Okay. Welchen Schalter soll ich drücken? Ist nur der eine da. Ich nehme mal den. Klick. Das ist aber schwer. Das ist aber schwierig. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, der hier. Boop. Splendid. I am proud of you, little one. Oh, danke schön. Let us move to the next room. Was wäre passiert, wenn ich den genommen hätte? This switch doesn't even work. Toriel möchte mir... Toriel. Wie Tutorial? Sie möchte mir also beibringen, wie das funktioniert. Oh, sneaky, sneaky little pun. Pun, Wortspiel. As a human living in the underground, monsters may attack you. Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Du bist Mensch! Ich greif dich an! Ich hab noch gar nichts getan. Wobei, in anderen RPGs, da greift man die Monster auch einfach an, obwohl sie einem nicht wirklich was getan haben. Das ist, denke ich, das könnte vielleicht eine Art Vermittlung sein für andere Spiele. You will need to be prepared for this situation. However, worry not. The process is simple. Oh, ich mag ihre Stimme. When you encounter a monster, you will enter a fight. While you are in a fight, strike up a friendly conversation. Wir sollen also freundlich reden. Hallo, du. Na, ich will das sagen, oder? Braucht man gar keinen Regenschirm. Das ist gar nicht gut. Manchmal. Stall for time. I will come to resolve the conflict. Das heißt, ich soll so lange reden, bis du kommst, aber du kannst nicht mehr an meiner Seite sein. Ich muss doch raus in die weite Welt. Practice talking to the dummy. Ja, ein Dummy, der nicht zurückreden kann. Okay, ich bin bereit. Wow! You encountered the dummy. Fight, Act, Item, hab ich nix. Mercy, Spare, und... Dummy looks like it's going to fall over. Act, Dummy. Check, okay. Dummy, Attack 0, Defense 0, a cotton heart and a button eye. You are the apple of my eye. Ist das ein Song? You a cotton heart and a button eye. You are the apple of my eye. Wow, was vorhin kann. Dummy stands around absentmindedly. Das ist Wort kenne ich nicht. Dummy, talk. You talk to the dummy. Also ich soll drücken. It doesn't seem much for conversation. Toriel seems happy with you. You won! You earned 0 XP and 0 gold. Ah, very good. You're very good. Danke. Och, ich mag sie. Sie ist so lieb und nett. There's another puzzle in this room.
I wonder if you can solve it. Another puzzle. Komm her, komm her. Ich bin der Puzzle Master. Warte. Forget attacks you. Oh. Okay, wir haben was gelernt. Okay. Forget. Okay, checken wir mal. Forget attack 4, defense 5. Life is difficult for this enemy. Okay, ich gehe schon. Ich gehe schon. He won. You earned 0 XP and 0 gold. Bei dem Blick von Tobi würde ich mir aber auch hier Sorgen machen und lieber den Rückzug antreten. Mit ihr ist nicht zu spaßen. Das haben wir gerade gesehen mit Flowey. Wo der hin geflogen ist. The Western Room is the Eastern Room's blueprint. Was? The Western Room. Nie ohne Seife waschen. Ist the Eastern's Room Blueprint. Blueprint ist sozusagen der Plan, wie man es bauen möchte. Und das ist dann das Produkt. Okay. Behalte ich mir im Hinterkopf. So, Goat Mom. Goat Lady. Warum habe ich Goat Mom genannt? Sie hat was Mütterliches an sich, oder? Wahrscheinlich deshalb. This is the puzzle. But... Here. Take my hand for a moment. Oh, jetzt ist wirklich wie Mutter und Kind. Oh, das ist so süß. Ach. Oh, ich spüre schon, das wird ein schönes Spiel. Ich glaube, da habe ich nichts Falsches drüber gelesen. Oh. Ich will aber gleich was testen. Oh. Puzzles seem a little too dangerous for now. Moment. Oh. Aha. Oh. Oh. Ach so. Es gab doch nur einen Weg, aber es gab nicht die Möglichkeit, dass ich mich verletze. Okay. Hm. Interessant. Es ist einfach nur das Tutorial. Tutorial! Ja, das muss es sein. You have done excellently thus far, my child. Mm. However, I have a difficult request to ask of you. Eine schwierige Aufgabe. Schieß los! I would like you to walk to the end of the room by yourself. Forgive me for this. Nein! Nein! Bitte warte auf mich! Nein! Ich bin allein! Ich bin klein und fein! Nein, das möchte ich nicht. Das möchte soll nicht sein. Hm. Okay. Keine Feinde, soweit. Die Musik ist ein bisschen dramatisch, aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich weiß, wie ich mich verteidigen kann. Freundliches Geplauschere. Plauscherei. Ach, da bist du ja. Greetings, my child. Oh, wie sie mich my child nennt. Do not worry. I did not leave you. Bin ich beruhigt. I was merely behind this pillar the whole time. Du bist aber schnell gewesen. Ich habe zwar kurze Beine, aber so schnell bist du auch wieder nicht. Hm, naja. Thank you for trusting me. However, there was an important reason for this exercise. To test your independence. Meine Unabhängigkeit. Mhm. I must attend to some business and you must stay alone for a while. Och nö. Please remain here. It's dangerous to explore by yourself. I have an idea. I will give you a cell phone? Der mir unten Empfang? In einem Berg. Lass mich raten. Magie! If you have a need for anything, just call. Be good, alright? Tschüss. Hab ich das Phone? Hallo? Okay. Cell phone. Item. I'm next for item. Say hello about yourself. Call her mom. Flirt. Erstmal hallo. Dialing. Bring, bring. Hallo, der Jovo hier. This is Toriel. You only wanted to say hello? Well then. Hello. Hallo. I hope that suffices. Hehe. Click. Das rufen wir doch nochmal an. Okay. About yourself. Achso, über sie. Sie soll was über sich erzählen. This is Toriel. You want to know more about me? Well, I'm afraid there's not much to say. I am just a silly little lady who worries too much. Aber sie ist a very kind silly little lady. Eine sehr liebenswürdige Person. Call her mom. Können wir nochmal say hello sagen, ob sich der Dialog verändert? This is Toriel. You want to say hello again? Salutations. Oh, is that enough? Nein, ich habe das Bedürfnis nach Hallo. Ich will reden. Reden will ich. This is Toriel. Are you bored? I should have given a book to you. My
My apologies. Why not use your imagination to divert yourself? Pretend you are a monarch. Ein Monarch. Rule over the leaf pile with a fist of iron. Can you do that for me? Du Weinranke! Wachse! Wachse hoch und gedeihe, denn ich möchte einen Traubensaft von dir ernten können. Okay, jetzt ist mir langweilig. Hello, hello again. I say every time hello again. This is Toya. Hello, my child. Sorry, I do not have much to say. It was nice to hear your voice, so... Click. Gar nicht. This is Toya. Hello, my child. Sorry, okay, sie sagt jetzt nichts mehr Neues. Okay, dann machen wir mal das Nächste. Ich würde es gerne ausprobieren. Ich habe noch genug Zeit. Ist ja der erste Part. Also, call her mom. Ich möchte sehen, wie das Flirten aussieht. Hä? Oh, hä? How adorable. I could pinch your cheek. Welches? Ich hoffe, die im Gesicht. You can certainly find better than old woman like me. Eine gute Frau ist wie ein Wein. Je älter er ist, desto reif ist er, desto schmackhafter ist er. Ja. Kann ich nochmal drücken? Kann ich nochmal flirten? Hallo? Oh dear. Are you serious? I do not know if this is pathetic or endearing. Also nicht, pathetic. Wie heißt es nochmal? Pathetic. Oh, wie übersetzt man das? Albern? Nee, albern. Endearing, also Endearing sowas wie hulala. Pathetic sowas, du bist sowas von idiotisch albern. Call her mom. Machen wir mal. Darling. This is Toriel. Hä? Huh? Did you just call me mom? Well, I suppose. Would that make you happy? To call me mother? Well then, call me whatever you like. Klick. Gut, das wäre alles gewesen. Hätten wir jetzt einen anderen Dialog bekommen, wenn wir... Wie komme ich jetzt zurück? Wenn wir sie zuerst Mom genannt hätten und dann geflirtet hätten? Sowas wie, oh, du hast mich Mom genannt und jetzt flirtest du mit mir, das passt doch nicht. Und wie ist auch der Frosch unter seinen Beinen zwei Kugel hängen? Hello, this is Toriel. You have not left the room, have you? Oh, ich habe total vergessen, dass ich da bleiben sollte, aber ich bin so neugierig. Woher weiß sie das? Die hat die Augen überall. Security-Kameras. Wenn sie 12 von uns hat, dann hat sie auch Security-Kameras. There are a few puzzles ahead that I have yet to explain. It would be dangerous to try to solve them yourself. Be good, alright? Klick. Ja, ich bleibe lieb. Ich speichere erstmal. Playfully crinkling through the leaves, fills you with determination. HP fully restored. Leaf pile. Ach, das ist der Leaf pile. Hit the water. Wimson approached meekly. Don't hurt me. Check, was? Mal sehen. Wimson. Attack 5, defense 0. This monster is too sensitive to fight. Forgive me. Oh, das will mir gar nicht wehtun. Oh. Wimson continues to mutter apologies. Aha, was ist? Spare und Yuan. Yuan, 0 XP und 0 Gold. So, ich habe ihn verschont. Na, die ist sehr lieb. Und du, kann ich mit dir reden? Robert, excuse me, human. I have some advice for you about battling monsters. If you act a certain way or fight until you almost defeat them, they might not want to battle you anymore. If a monster does not want to fight you, please. Use some mercy, human. Also ein bisschen Gnade. Robert, okay, da sagt das gleiche. Okay, abbrechen. Kann ich nicht abbrechen. Okay. Gut. Ja, mercy. Hab mercy bei meiner Seele, Gott. Okay, geht's da oben wo lang? Oh, was ist das denn? It says, take one. Take a piece of candy? Yes. You took a piece of candy. Press C to open the menu. Okay, könnte ich noch mehr nehmen? Take one. Take a candy?
Nee. You decided not to take some. Ich habe eins genommen. Ich bin brav. Ich bin ein braver kleiner Joe. Ich habe ein Candy genommen und das dabei soll es auch bleiben. Item Monster Candy Info. Monster Candy heals 10 HP, has a distinct non-liquid flavor. Has a distinct non-liquid. Liquid. Also kein flüssiger, ein sehr interessanter Flavor. Okay, okay. Gehen wir weiter. Mal sehen, wie wir noch hier begegnen. Wow, nächstes Monster. Frogger topped close. Erinnert mich an diese Einführung von Super Smash Bros. Charakteren, zum Beispiel Mewtwo Strikes Back. Wio wants to find a new challenge and here is him. Frogger topped close. Frogger, attack 4, defense 5. Life is difficult for this enemy. Okay, man muss also eine gewisse Zeit ausweichen. Ich war nicht vorbereitet. Okay, Kompliment. Rocket didn't understand what you said, but was flattered anyway. Okay. Okay, ich bin bereit. Okay. Das ist so ein bisschen wie Bulletstorm bei The Binding of Isaac. Das kann ich ja ein bisschen. Okay, ich habe nur einen gewissen Raum zum Ausweichen, aber ich habe ein bisschen Übung drin. Rocket seems reluctant to fight you. Also er überlegt sich wahrscheinlich, ob er mich wirklich bekämpfen will. Okay. Act. Ah, ich kann ihn. Oh, das bedeutet wahrscheinlich, ich... Moment, wie komme ich zurück? Rocket seems reluctant to fight. Okay, ich glaube, das bedeutet, ja, ich kann ihn verschonen. Jawohl. 2 Gold. Oh, ich habe was gewonnen dafür, dass ich freundlich war. Okay. Ui. Dup. Okay. Ah, okay, gut. Alles klar. Wing, wing. Hallo, der Joe hier. Hallo, this is Toriel. For no reason in particular, which do you prefer? Cinnamon or Butterscotch? Willst du den Kuchen machen, oder was? Cinnamon habe ich noch nie probiert, aber ich kenne die Cinnamon Challenge. Das ist so eine Art Gewürz. Sehr kräftig. Butterscotch hört sich für mich eher besser an, weil ich kenne so Butterkekse, Leibniz zum Beispiel, oder auch diese runden, diese die schmecken mir. Ich mag Butterscotch. Oh, I see. Thank you very much. Machst du mir einen Kuchen? Oh, das freut mich. Ich habe ein bisschen Hunger, le. Hello, this is Toriel. You do not dislike cinnamon, do you? I know what your preference is, but would you turn up your nose if you found it on your plate? Right, right. I understand. Thank you for being patient. By the way. Patient, ja. Yeah. Okay, sie will mir also einen Cinnamon Butterscotch Kuchen machen. Na gut, ich wollte ja Neues probieren im Jahr. 3 out of 4 Quaiwaks. Rick recommend you push them. 3 aus 4 Steinen bevorzugen, wenn du sie schubst. Yeah. Okay. Einmal. Und wer ist da? Frogger topped close. Thread? Nö. Oder ich will mal probieren, was passiert. Rocket didn't understand what you said, but was scared anyway. Hätte. Seems reluctant to fight. Heißt das, ich kann ihn sparen? Jawohl. Und 2 Gold. Ich will ja ihm, ich will ihn nicht wehtun, aber es das heißt nicht, dass ich die verschiedenen Optionen nicht ausprobiere. Okay, ah, super. Super. Aha, erste. Ich habe ein kleines Hüstele. Was steht da? Please don't step on the leaves. Okay, mach ich nicht. The pacifist one. Ich bin sehr friedlich. Jetzt schauen wir uns mal. Sind das Augen unter seinen Beinen? Sieht ein bisschen so aus. Und Kompliment, okay. Didn't understand what you said. Du bist so ein krasser Hüpfer. Frog love, frog love. La, da, da, da. Das war knapp. Okay, fight. Ab in die Freiheit mit dir, mein Freund. Geh in einen Teich, du triff eine schöne Fröschin und hab schöne kleine Kaulquappen. Und nenne eine davon Chobo. Als Dank dafür, dass ich sie verschont habe. Okay, habe ich mir den Weg gemerkt? Ich glaube, nein. Ich glaube, hier und... Nein, verdammte Kiste. Ah, das war falsch. Okay. Also hier und hier. Wahrscheinlich sagt das Schild oben auch, ich soll nicht auf die Blätter treten. Das will ich nicht. Oh, neues Monster. Mordsmall, Plock's Way. Oh, ich kann ihn schon verschonen. Attack 6, Defense 0. Stereotopical, curiously attractive, but no brains.
Das... Nein, weg. Nein. Wait pensively. Was kann ich machen? Imitate. Was heißt denn das? Flirt. Wie flirte ich denn? You wiggle your hips. More small wiggles back. What a meaningful conversation. Oh. Oh, sexy wiggle. What? Was? Hui. Ha. Hi. Ha. The aroma of lime und Gelatine wafts through. Oh, das wird mir aber jetzt ein bisschen zu heiß. Ich muss abhauen. Danke aber für den kleinen sexy wiggle. Den, daran werde ich noch lange hier mich köstigen können. Okay, also einmal hier, einmal da, einmal hier, einmal da, einmal hier, einmal da. Und dann noch ein Feind. A pair of rockets hop towards you. Spare. Rabbit, rabbit, hop, hop. Nee, nein. Hiss, hiss, hiss. Das war knapp. The battlefield is filled with the smell of mustard seed. Mustard seed? Wie das denn? Rocket A. Kompliment, okay. Didn't understand. Oh, dann nimm dir einen Duden, ich sag hier schöne Wörter zu dir. Hiss, hiss, ha, hiss, hu, ha. Die Soundeffekte helfen, also fragt nicht. Okay, den kann ich verschonen. Okay, didn't understand what I said. Ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba. Okay. Hiss, hu, ha. Oh, verdammte Kiste, erwischt. Zwei, okay. Aber sie sind nicht sehr stark, okay. Reliquent to fight. Spare. Wow! 4 Gold! Ach, flag mich, warum denn? Ich war eins zu früh nach oben. Okay. Aber ich rede nicht auf die Blätter. Nein, nein! Ich bin brav. Ich befolge die Regeln. Okay, also einmal hier. Amado! Na, ach, das war zu. Das war eins zu weit. Eins zu weit. Das war hier mein Fehler. Williamson approach meekly. No, nicht weh. Du willst nicht kämpfen, ich will auch nicht kämpfen. Da haben wir was gemeinsam. Wir können uns ja mal hier zum Kaffee verabreden. Du magst keinen Kaffee, ich auch nicht. Ich trinke lieber Kaba. Also los, lass uns Kaba trinken und dann ein bisschen Törtchen manchen. Okay, hier und da. Und... Ah, wer kommt denn jetzt? Williamson. Ja, ich weiß, du willst dir Freunde finden, aber ich habe gerade keine Zeit. Tut mir leid. Okay. Meine Damen und Herren, hier würde ich sagen, mache ich einen kleinen Schnitt. Also, das war der erste Part von Undertale. Ihre Charaktere finde ich lustig. Toriel ist sehr lieb. Flaui? Der ist ein böser Bub, ein böses Unkraut. Auf den muss ich aufpassen, wenn er wiederkommt. Und nächstes Mal durchqueren wir weiterhin die Ruinen, lösen Puzzles und wenn am Schluss ein Stückchen Kuchen genießen können. Nimm, Cinnamon Butterscotch. Gut, ich hoffe, Ihnen hat diese erste Ausgabe gefallen. Ich habe ein gutes Gefühl, das wird ein schönes Let's Play, wird ein schönes Projekt. Ja, ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht, das ist gute Laune. Vielleicht ändert sich das. Vielleicht. Spätestens, wenn ich den Genocide Run anfange, wenn ich all diesen armen Tierchen hier wehtun muss. Jetzt wird mir schon jetzt flau im Magen, wenn ich daran denke, aber hey, das wird noch lange sein. Gut, bis dahin, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.